Na, sind wir drin? Ah. Ja, sind wir drin. Herzlich willkommen aus dem neuen Kollektivbüro 422 im Abgeordnetenhaus. Tobi und ich hatten eine kleine Sendepause. Katina winkt auch, weil wir sind umgezogen. Ja? Neue Wahlperiode, neues Büro. Und wir haben eine richtig coole WG jetzt hier gegründet, zusammen mit Katina, unserer Landesvorsitzenden, die uns hier gerade zuguckt. Franzi auch, die uns auch zuguckt. Und natürlich dem Ossi, den kennt er schon, der hier wie immer für die Technik im Hintergrund sorgt. Und auch der Ossi. Ja, ja. Und auch der Union-Wimpel ist umgezogen. Aber das alle möglichen anderen Sachen auch. So. Ja, wir sitzen hier in einem Büro, wo wir uns gar nicht aufhalten können, weil wir ja eine Pandemie haben. Und deswegen nur selten alle 6 Leute, die hier eigentlich arbeiten, hier sind. Aber ist auch richtig so. Ja, und wenn sie hier sind, dann mit diesen blöden Masken. Aber so ist es halt. Warum reden wir heute hier mit euch? Warum senden wir? Wir haben Sendungsbewusstsein, das wisst ihr. So ist es mit Politikern. Aber nein. Wir haben heute die Regierungserklärung zu den Richtlinien der Regierungspolitik unserer neuen regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey gehabt. Das war der Hauptanlass der heutigen Plenarsitzung. Und da wurde auch ordentlich zugesprochen. Also angesagt waren 45 Minuten für die Regierende. Es sind dann irgendwie knapp 90 geworden, also wie bei einem guten Spielfilm. Ja. Und daraufhin haben dann natürlich die Fraktionen nochmal erwidert. Das war bei den Oppositionsfraktionen eher wie ein schlechter Spielfilm. Ja, als Tiger, als Papiertiger sozusagen gestartet und als Papi-Bettvorleger gelandet, würde ich sagen. Papierner Bettvorleger gelandet. Ja. Das war ganz dramatisch. Also erwidert hat Kai Wegner, Oppositionsführer. Also man hat allerdings bei der Rede genau gesehen, warum er nicht warum er nicht Regierungschef und nicht mal Oppositionsführer, sondern Kai Wegner ist. Ja. Fand ich. Ich habe ja gesagt, wenn du dir die Erwiderung auf eine Regierungserklärung bei Wish bestellst, dann bekommst du das, was Kai Wegner da heute abgeliefert hat. Reden, um die Luft zu bewegen. Leute, der hat wirklich nur BZ-Überschriftphrasen aneinandergereiht und dahin gerotzt. Und hat nicht mal auf Zwischenfragen geantwortet. Das war wirklich schlimm. Also, du hast dich eingedrückt, ne? Ja, du wolltest eine Zwischenfrage stellen. Was hättest du denn gefragt? Na, das war zum Beispiel die Stelle, er hat dann so eine Blubberblase rausgehauen und hat gesagt: Dieser Senat macht nichts aus dem hervorragenden Gebäude am Flughafen Tempelhof. Daraufhin wollte ich ihn fragen, wo er denn die Fantastilliarden hernehmen möchte, um dieses Gebäude A zu sanieren und B auch für die ganz tollen kulturellen und Verwaltungs- und sonst was Zwecke irgendwie und die Volksnutzung zu sanieren. Ja. Aber er hat ja nicht mal die Frage zugelassen, deswegen kann ich ihn nur hier fragen, wo er diese Fantastilliarde denn hernehmen würde. Dasselbe hat übrigens Sebastian Scheuer auch nochmal gesagt danach. In der FDP-Rede kam auch der Tempelhofer Flughafen vor. Und sie haben so einen Flughafenfetisch, unsere Oppositionskollegen irgendwie. Bei der FDP wussten wir es ja schon. Und bei der CDU gehörte das jetzt irgendwie zu diesen BZ-Phrasen, die da reingekommen sind. Ja. Das war wirklich Oppositionsversagen, war wirklich schlimm. Aber ich war auch ein bisschen fies. Also man muss wirklich sagen, die einzige Rede, die irgendwie inhaltlich noch einen gewissen Gehalt hatte, also immer vor dem Hintergrund der Beschränktheit, der politischen Beschränktheit dieser Inhalte, war tatsächlich die Rede von Sebastian Scheuer. Ne? Ja. Also er hat am Anfang irgendwie so ein bisschen einen auf staatsmännisch gemacht und auch was gesagt zum Holocaust-Gedenktag, über den wir auch gleich nochmal wenigstens kurz ein paar Worte in diesem lustigen Format hier verlieren sollten. Das ist halt leider kein lustiges Thema, deswegen haben wir damit nicht angefangen. Und da hat er sozusagen ein paar würdigende Worte gesagt. Er hat auch eine klare Kante gegen die AfD gezogen. Das war auch gut. Da hat er auch von allen Applaus bekommen. Und ansonsten hat er dann halt so sein liberales FDP-Gewäsch irgendwie hinbekommen. Man hat bei ihm gemerkt, er ist total traurig, dass er nicht in den Senat gekommen ist. Ja. Tja, ihr habt anders gewählt, habt ihr gut gemacht. So. Der Twitter-Account, ich glaube, der FDP-Fraktion lautet Berlin-Gestalter. Oh ja. Und da muss man ja auch traurig sein, wenn man dann nicht Berlin-Gestalter ist. Aber gut, Augen auf bei den Sondierungen, sage ich mal. Ja. Ne? Auf jeden Fall hat Chaya immerhin eine Zwischenfrage von mir angenommen, weil er hat sich irgendwie über unsere arme Katina versucht lustig zu machen, die gesagt hat in der Pressekonferenz, als wir die Verantwortung für das Justizressort übernommen haben, dass die Linke unter anderem dafür sorgen wird, dass die Situation in den Gefängnissen besser wird. Und habe ich ihn dann mal gefragt, warum er denn alte liberale FDP-Grundsätze aufgegeben hat, die sich eigentlich bisher immer dafür eingesetzt hat, dass die Grundrechte und auch grundrechtsgemäße Unterbringung von Gefangenen in den Gefängnissen halt gelten. Du willst doch nur Blümchentapeten an den Wänden und Na ja, klar. Und die kriegen jetzt Jacuzzis in der Knast. Und die kriegen für die Resozialisierung, kriegen die jetzt auch alle Internet. Ja. Ja, und dann geht das da richtig los. Ja, ja. Antwort? Warum haben sie nicht die Schulen nach vorne gestellt? Ja. Weil wir nicht das Bildungsressort, sondern das Justizressort bekommen haben. Hallo. Was er vielleicht auch. Genau. Was,
Ja, und was er vielleicht auch bekommen hätte, wenn er in den Senat gekommen wäre. Also, aber davon reden wir nicht. Das ist ja alles nur ein What-If-Szenario. Nee, das stimmt. Das stimmt. Das war dann vorbei. Und nach sehr, sehr langer Debatte, unsere Fraktionsvorsitzende Anne Hilm hat eine gute Rede gehalten. Selbstverständlich, ja. Und hat auch zum Gedenken an den 27. Januar 1945 die Befreiung von Auschwitz würdige Worte gefunden. Ja. Und wir haben heute alle an diesen Tag erinnert. Genau. Ja. Wir hätten es am liebsten natürlich, wie immer, in unseren Wahlkreisen auch draußen gemacht. Es gibt gerade eine unzählige Anzahl von Gedenkveranstaltungen und Mahnveranstaltungen, wie immer. Und ja, das ist insofern ein bisschen schade, dass es dann heute auf den Plenartag fällt, weil wir halt deswegen leider nicht dahin können, sondern halt hier sein müssen. Das gehört nun mal zum Job dazu. Aber wir wollten es nicht unerwähnt lassen und wir freuen uns über wirklich alle Leute in unseren Wahlkreisen, in unseren Bezirken, in unseren Kiezen, die halt auch heute, wie immer, wie jedes Jahr, da auch das Gedenken hochhalten. Ja, die Stolpersteine putzen gehen und zum Beispiel zu den entsprechenden Gedenkorten sich bewegen. Aber weißt du, wir sollen mal was Positives sprechen. Was mir richtig gut gefallen hat an der Rede der regierenden Bürgermeisterin, und das war, dass sie wirklich den Teamgedanken hochgehalten hat. Und zwar nicht nur so abstrakt, von wegen die Koalition und der Senat zusammen, sondern sie hat wirklich jedes einzelne Senatsmitglied auch persönlich genannt und hat gesagt, wie wichtig die Arbeit in diesem Bereich ist, hat auch ein paar Punkte aus dem Bereich hervorgehoben und auch gesagt, dass das irgendwie hier nur als Team gelingen kann. Das fand ich wirklich cool. Also wenn uns das irgendwie dann auch wirklich gelingt, bei allen Differenzen, die wir natürlich, weil wir unterschiedliche Parteien sind, auch haben, dann kann es was werden. Absolut. Das stimmt. Und auch die Grüne Antje Kappeck hat diesen Gedanken nochmal vorgehoben. Und darin sollte sich möglichst die Koalition auch ein bisschen abheben von den etwas holprigen Auseinandersetzungen in der letzten Legislaturperiode. Mal gucken, ob uns das gelingt, weil die politischen Konflikte sind nicht kleiner, sondern eher ein bisschen größer geworden. Aber vielleicht die Art und Weise, wie man sie löst, wird eine andere. Das werden wir mal sehen. Genau, das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wir arbeiten dran. Wir haben hier eine Whisky-Bar. Ja, in dem Büro. Die hatten wir auch schon im Vielleicht kann das der Kameramann mal einblenden. Ja, die hatten wir auch schon im letzten Büro, aber die kommt hier jetzt natürlich ein bisschen besser zur Geltung. Ja. Und Katina hat jetzt auch gerade noch mal eine Flasche Likör beigesteuert, habe ich gesehen. Nein? Sehr, sehr guter, aber golddestillierter Obstbrand. Oh. Es ist ein Obstbrand. Hallo. Obstbrand. Da schnalle ich mir doch gleich die Skier an und wenn draußen Schnee liegt. Also, liebe Koalitionäre, wenn Konflikte zu lösen sind, dann lösen wir sie hier auf den Sofas bei einem schönen Gläschen Obstbrand. Auf jeden Fall. Und Whisky. Und Likör haben wir trotzdem. Alles da. Und das, Sekt. Das schmiert die Konfliktlösung. Ja. Alkohol ist ein Lösemittel. Ihr seht, wir gewinnen nicht nur gerne und gestalten nicht nur gerne, sondern wir feiern auch gerne. So, aber ich kann auch noch eine coole Botschaft verkünden tatsächlich. In der Fragestunde, die wir heute auch hatten, habe ich zum Beispiel unsere neue Justizsenatorin Lena Kreck gefragt, wie denn gerade so das Ermittlungsverfahren bei diesen EncroChat-Verfahren irgendwie so läuft. Ihr wisst, EncroChat, das war so ein verschlüsseltes Handy, was vor allen Dingen viele Leute in der organisierten Kriminalität hatten und gedacht haben, hey, ich bin da voll sicher, weil es voll Krypto und so. Und dann haben wir die französischen Behörden das knickknack geknackt. Ach, du bist gar kein Freund von Datenschutz. Haben das ganze Netzwerk, ich würde mal sagen, da greift der Datenschutz nicht, weil was haben die Leute gemacht? Die haben darüber halt ihre ganze organisierte Kriminalität organisiert. Und Berlin hat 1,6 Millionen Datensätze bekommen. Die werden jetzt schön ausgewertet und dann irgendwie schön der Strafverfolgung zugeführt. Und wir haben Stand jetzt schon die ersten Verurteilungen. Wir haben 24 Millionen Euro an Werten, die sichergestellt wurden, die jetzt der Vermögensabschöpfung zugeführt werden. Und 600.000 Euro davon wurden schon, zack, sind hier schön in unser Staatssäckel reingeflossen, damit wir für euch die Schulen geil machen können. Und wir haben auch schon ohne Ende Drogen und vor allen Dingen auch Waffen und sogar Waffen, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterfallen, beschlagnahmt. Also ihr seht, Verbrechen lohnt sich nicht. Wir sind hinter ihnen her. Wir krallen uns ihre Knete, geben es für geile Sachen aus und stellen ihre ganzen Waffen sicher. Ja, sehr gut. Und du machst dann die Pressekonferenz mit den aufgereihten Maschinengewehren und Handgranaten und Drogenpäckchen, oder? Ja, ich glaube, das möchte die Justizsenatorin nicht, dass ich das mache. Aber, aber ich kann mir das ja mal angucken in der Asservatenkammer oder wo auch immer das gelagert wird. Nee, ernsthaft. Also, weil mir ist ja mitgeteilt worden, dass die Waffen beschlagnahmt haben, die dem Kriegswaffenkontrollgesetz unterfallen. Wenn man da jetzt reinguckt, stehen da ganz viele Sachen drin, zum Beispiel Panzer oder so. Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Oder wenn ja, dann wäre ich sehr überrascht. Aber da stehen halt auch so Sachen drin wie Schnellfeuergewehre,
Handgranaten und bestimmte andere Waffen, über die sich Hassan viel besser auskennt, weil er Militärgeschichte studiert hat. da kann ich jetzt nichts zu sagen, aber deswegen will ich mir das schon nochmal angucken, was für Waffen das waren. Ja, mach das mal. So. Nee, das ist gut. Wir haben ja viel über sichere Stadt auch heute gesprochen. Das ist ja auch ein Beitrag zur Sicherheit, wenn nicht so viel unkontrolliertes Waffengezeugs in dieser Stadt rumfliegt. Ja, klar. Ja, das ist so. Ja, wir werden heute noch eine Weile sitzen und verschiedene Tagesordnungspunkte abarbeiten. Vielleicht jemand bis wann die Pause geht? Und ist noch ein bisschen Zeit. 17.15 Uhr geht es weiter. Frühestens, hat der Präsident gesagt. Richtig. Unter anderem wird es noch um die Frage konfrontativer Religionsbekundung an so Schulen gehen. Scheiß. Und ja, da müssen wir also noch diverse Dinge bereden. Alle von der Opposition. Ja, zieht euch das mal rein, der Begriff, ja, konfrontative Religionsausübung. Das ist wieder so ein rechtes Framing, was da reinkommt. Und wisst ihr, warum mich das besonders ankotzt? Und offensichtlich muss man hier immer wieder Vorlesungen halten über Artikel 4, also Religionsfreiheit des Grundgesetzes. Das Grundgesetz schützt Religion und Religionsausübung. Und zwar egal, ob es eine Religion ist, wo du, jetzt kommt so ein Jurabegriff, besonders viel Forum internum hast, also so, ich kehre ein, ich sehe es nicht nach außen, dass ich gläubig bin und es findet alles so in meinem Kopf statt und zwischen mir und irgendeinem Gott. Ich verkürze das jetzt ein bisschen, ja. Und auf der anderen Seite die Forum externum, wo es Religionen gibt, wo halt auch was dazugehört, was man außen sichtbar hat. Und unser Grundgesetz differenziert da nicht. Hallo, Durchsage, unser Grundgesetz schützt beide Arten der Religionsausübung. Und dann kommen immer wieder diese Konservativen daher, von den Nazis ganz zu schweigen, die dann immer versuchen, hier den Religionen irgendwie eins reinzudrücken, wo halt irgendwie zum Beispiel dazugehört, ein Kreuz zu tragen, wenn man will, oder ein anderes Symbol und so. Das ist echt widerlich. Ja, da reden wir heute noch drüber. Ja, da redet Elif heute drüber. Die hat heute ihre Jungfernrede hier im Parlament und die wird es garantiert richtig gut machen. Wir machen Laola. Ich finde das auch gut, weil ich habe in der letzten Wahlperiode hier immer Seminare zu Artikel 4 Grundgesetz halten müssen. Das macht Elif jetzt, finde ich voll gut. Ja. Ja. Ja, wir hatten auch heute in der Debatte nach der Regierungserklärung die Rede von der rechtsradikalen Fraktionsvorsitzenden, die gesagt hat, wir haben ja nur so wenig Wohnungen, weil so viele Migranten hier sind. Und sie hat die Berliner in das Gegenteil zu den Migranten gestellt. Und was daran auffällt, wir haben einen Haufen Migranten, die Berliner sind. Ach was? Ja. Aber das kriegt die AfD natürlich nicht klar. Nee. Und deswegen spaltet sie hier immer fröhlich weiter. Und wir müssen da heute noch ein paar Stoppschilder setzen. Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, was ich da reingerufen habe an der Stelle? Hm. Ich finde ja, man könnte wieder darüber nachdenken, das zu machen, was meine Oma mir erzählt hat, was nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht wurde, als nämlich wirklich krasser Wohnungsmangel war. Ja, da ist der Staat einfach gekommen, hat an die Tür geklopft und dann wurde gesagt, schönen guten Tag, Frau Müller, hier sind A, B, C und D. Sie haben ja hier noch ein bisschen Platz in Ihrer Wohnung. Bitte schön, buff. So, und dann waren die da. So ist das damals gelaufen. Ist jetzt natürlich keine Idealvorstellung. Ich habe dann irgendwie kurz reingerufen und gesagt, solange wir zu wenig bezahlbaren Wohnraum haben, dann kommt die Polizei mal vorbei und quartiert bei Ihnen ein paar Leute ein. Dann habe ich aber auch dazwischen gerufen, bei Ihnen will eigentlich keiner wohnen. Ja? Ja. Oder würdest du bei Frau Brinker in der Wohnung wohnen wollen? Ich kenne die Wohnung von Frau Brinker nicht. Also mit ihr bestimmt nicht. Siehst du? Ja. Ah, dann können wir sie ja vergesellschaften. Frau Brinker oder die Wohnung? Frau Brinker will ich nicht vergesellschaften, aber die Wohnung von Frau Brinker vielleicht. Ja, okay. Wir müssen das Gespräch, glaube ich, an dieser Stelle abbrechen. Wir driften ab, wa? Wir driften total ab. Ja. Und genau, wie immer. Wir sind jetzt im normalen Turnus. Ja. Ne? Es finden jetzt regelmäßig Plenarsitzungen statt. Und wir werden auch hier aus unserem schmucken Büro regelmäßig fröhliche Debatten euch liefern und die Informationen zur Plenarsitzung, was so alles passiert und so weiter. Hassan muss noch ein paar Regale aufbauen. Hier stehen noch ein paar Umzugskartons rum. Ja. Wobei ich sagen muss, der digitalpolitische Sprecher, der hat hier die meisten Aktenordner in die Regale gerollt. Das liegt daran, dass ich schon so lange Politik mache und Sachen aufheben möchte, die 20 Jahre alt sind. Aber weißt du, was wir auch noch erzählen müssen? Hm? Wir werden ja vermutlich eine Diätenerhöhung beschließen im Abgeordnetenhaus. Das müssen wir erzählen, ja. Und wir als Linke waren eher nicht dafür, das zu machen. Und unsere Kollegin Franziska Brüchtier, die auch im Büro hier sitzt, war die Vorkämpferin gegen die Diätenerhöhung.
Allerdings waren die anderen Fraktionen alle dafür, das zu machen. Und da wir in einer Koalition sind, können wir hier nicht abstimmen wie Kraut und Rüben, sondern stimmen so ab, wie wir uns in der Koalition verständigt haben. Aber wir haben als Fraktion entschieden, dass wir diese Diätenerhöhung komplett spenden. Das heißt also nicht nur jetzt, sondern für den Rest der Legislaturperiode. Ja. Und werden das vermutlich an ein soziales Projekt in der Stadt spenden. Ein katholisches. Ein katholisches, was ich auch sozusagen natürlich jetzt gerade zu Corona-Zeiten nochmal besondere Verdienste erworben hat und besondere Leistungen anbietet. Wir dürfen noch nicht sagen, welches. Das ist noch ein bisschen... Aber wir dürfen sagen, für wie die sich einsetzen. Ja. Und zwar insbesondere um obdachlose Frauen. Das ist nämlich ein riesengroßes Problem. Wir haben eine Zunahme von Obdachlosigkeit und vor allen Dingen auch eine Zunahme von Obdachlosigkeit bei Frauen. Und bei denen ist es auch nochmal besonders hart, auf der Straße zu leben. Und wir hoffen, dass wir damit wenigstens was Gutes tun können. Ja. Und Menschen helfen können. Wie sagte die regierende Bürgermeister vorhin, eine Stadt ist immer nur so lebenswert, wie lebenswert sie für die Schwächsten in der Gesellschaft ist. Und das ist Maßstab unseres Handelns. Da hat sie recht. Oh, sind wir wieder staatstragend geworden. Noch eine Bemerkung zu der Diätenerhöhung, nur damit ihr, falls ihr es nicht eh schon wisst, weil ihr so politiknerdig seid und unseren geilen Channel hier irgendwie guckt und hört. Bei der Diätenerhöhung ist es so, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, und da kannst du dich halt nicht wegdrucken, am Anfang einer, also mindestens einmal in einer Wahlperiode, muss das Parlament selber über seine Diäten entscheiden. Und wir haben uns in Berlin, das war auch bisher immer so, dazu entschieden, dass wir das einmal am Anfang der Wahlperiode machen und dass wir da immer entscheiden, dass unsere Diäten sozusagen angekoppelt werden an die normale Lohnentwicklung in Berlin. Und das heißt, wir haben jetzt nicht irgendwie gesagt, so, ach ja, die Zahl klingt gut oder die klingt gut und jetzt machen wir das so, sondern das Statistische Landesamt stellt im September fest, in Berlin haben sich die Löhne so und so entwickelt. Das kann auch ein Minus sein, das kann ein Plus sein, je nachdem. Es könnte auch ein Minus werden, nämlich bei Corona. Exakt. Ne? Aber es ist wahrscheinlich nicht geworden. Deswegen gibt es jetzt irgendwie für die Abgeordneten so viel mehr, wie sich die Löhne in Berlin entwickelt haben. Also insofern haben wir da auch schon einen Modus gefunden, der, wie ich finde, fair ist, weil er halt irgendwie nicht sagt, wir denken uns irgendwas aus, sondern weil wir das wirklich an die Lohnentwicklung in Berlin knüppern. So ist es. Ja, so ist es. So, Freunde. Sind wir eigentlich durch, wa? Wir gehen raus. Wir gehen raus. Wie immer gilt, wenn es euch gefallen hat, liked. Schreibt es in die Kommis. Das sagt meine Tochter immer. Ich wollte gerade sagen, das hast du doch von mir. Schreibt es in die Kommis. In die Kommis. Hast du gesagt, ich bin der Kommi hier. Ja, wenn ihr was mitteilen wollt, schreibt es in die Kommis. Schreibt es in die Kommentaren. Wofür steht denn das eigentlich? In die Kommentare, nicht Kommentaren. Nicht Kommentaren? Nein. Oh, gut. Ach, Mensch. Oldschool. Gut, also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.